So, hallo ihr Lieben, hier sind Lina und Jati. Mit diesen netten Worten meldeten sich Lina Larissa Strahl und ihr Dancing on Ice Tanzpartner Jotti kürzlich in einem Livestream via Instagram zu Wort. Das Tanzpaar beantwortete in einem knapp 20-minütigen Video einige Fragen seiner zahlreichen Follower und gab den Zuschauern auch eine kleine Studiotour. So sollte die 21-Jährige beispielsweise Jotti in 3 Worten beschreiben. Herzlich, lustig und ich würde dir halt mein Leben anvertrauen, das Adjektiv nicht. Wow, die beiden scheinen eine echt gute Connection zu haben. Lina schenkte dem Tänzer sogar einen Adventskalender, bezeichnete ihn aber auch als einen strengen Tanzlehrer. Umso stolzer ist Jotti aber auch auf die Rebelleninterpretin. Neben einer kleinen Vorführung ihrer Tanzkünste sprach Lina wenig später außerdem noch über ihre Gefühle zu Jotti. Lina, bist du in mich verliebt? Das ist die wahre Wahrheit. Ja. Hallo, den Tillmann gibt's auch noch, schon vergessen? Angesprochen auf ihren Freund Tillmann gab Lina auch noch ein paar weitere Details preis. Und nein, Tillmann ist nicht eifersüchtig auf Jotti. Doch, weil er so gut Eislaufen kann, aber... Später scherzten die beiden auch bereits darüber, dass Tillmann im nächsten Jahr auch bei Dancing on Ice antreten könnte. Also dann muss der Tillmann mit mir tanzen, Leute. Keine schlechte Idee. Das würden sicherlich einige Strahler gerne sehen, oder?